Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's mal wieder um das Thema GTA 6. Genauer gesagt um Ned Luke, welcher der Synchronsprecher von Michael aus GTA 5 war. Und über das, was er zu GTA 6 zu sagen hat. Doch bevor das Video jetzt gleich losgeht, würde ich dich noch ganz kurz um ein Abo für diesen Kanal und einen Kommentar für den Algorithmus bitten, denn damit kannst du mich und meine Arbeit gratis unterstützen. Vielen, vielen Dank im Voraus. So, und jetzt legen wir auch schon direkt los mit dem Video für heute. Und zwar hat der Reddit-User namens NothingSpecial einen kleinen Post veröffentlicht. In diesem Post hat er ein Video von Ned Luke, wie vorhin schon angesprochen, angehängt und auch kurz ein Statement dazu verfasst. Und zwar schreibt er: Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir in letzter Zeit eine Menge von VAs und Take-Two-Führungskräften etc. gehört haben. Es fühlt sich irgendwie so an, als wäre eine Enthüllung sehr, sehr nah. Diese Aussage hat auch in den Kommentaren sehr viel Zuspruch erfahren. Auch ein User namens Welshman222 schreibt: Er hoffe wirklich, dass er, also er bezieht sich hier auf Ned Luke, einen kleinen Cameo-Auftritt in GTA 6 bekommt. Damit meint er nicht einen Auftritt auf einem Bildschirm oder irgendwas ganz Großes, so wie eine eigene Rolle, sondern eigentlich vielleicht nur was in einem Radiosender oder so. Das würde ihm sehr, sehr gönnen, hat er gesagt. Weil er liebt einfach GTA zu sehr, um nicht erwähnt oder einbezogen zu werden. Und so ein bisschen teile ich die Meinung auch, muss ich sagen, weil er hat jetzt wirklich 10 Jahre lang quasi die GTA-Welt geprägt mit seiner Stimme für Michael. Und auch wenn man sich seine TikToks und anderen Videos anschaut, wirkt er eigentlich sehr, sehr enthusiastisch, was diese ganze Spielreihe betrifft. Also ich glaube, er steckt wirklich mit Herzblut in dieser ganzen Sache drin. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch noch ganz kurz in dieses kurze TikTok-Video von Ned Luke rein. Hey, this is Ned Luke, aka Michael DeSanta for Grand Theft Auto 5. Alright, so we just crossed the threshold of 10 years. Also hier erwähnt er mal ganz kurz erstmal, dass quasi jetzt die 10-Jahres-Marke überschritten wurde von GTA 5. Right? 10 freaking years of Grand Theft Auto 5. I just want to give a big shout out to the fans, because we all know, hashtag, the fans are the game. Und in diesem Zug bedankt er sich dann auch natürlich bei den Fans, die dieses Spiel im Kern natürlich auch am Leben erhalten haben, diese ganze Zeit über. So thanks a lot, 10 years, keep playing. And only what? Maybe 5 years of those, or where the fuck is GTA 6? Und jetzt beschwert er sich natürlich, dass nach 5 Jahren, quasi nachdem GTA 5 draußen war, schon die ersten Stimmen laut geworden sind, die nach GTA 6 gerufen haben. Und sich quasi auch ab dann so eine gewisse Ungeduld breit gemacht hat. Patience, guys. It'll be worth the wait. Trust me. 5 was worth the wait. 6 is gonna be even more worth the wait. Er beschwichtigt aber dann damit, dass GTA 5 auf jeden Fall ja seine Wartezeit wert war und GTA 6 ist es dann nochmal ein ganzes Stück mehr, einfach weil die Zeit auch noch viel länger ist bis dahin. So, keep playing 5, have fun and remember, you forget 1000 things every day. How about you make sure this is one of them? And stop firing rockets at my house. Happy 10. Und zum Schluss erwähnt er noch ganz kurz, dass die Leute doch einfach Spaß haben sollen an GTA 5 und an allem, was sie bisher haben und dass sie sich nochmal kurz freuen sollen auf das, was noch kommt. Und in diesem Sinne ist dieses kurze Video dann für heute auch schon fast wieder vorbei. Jetzt würde ich mich, wie gesagt, nochmal wahnsinnig über dein Like, dein Abo und deinen Kommentar für diesen Kanal freuen, denn damit kannst du mich, wie gesagt, und meine Arbeit einfach gratis unterstützen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!